Die Würde des Menschen ist unantastbar. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Niemand darf der Folter oder grausamer oder unmenschlicher Behandlung ausgesetzt werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden. All diese Grundsätze schützen heutzutage die Würde und Selbstbestimmtheit jedes einzelnen Menschen, verankert im deutschen Grundgesetz und internationalen Konventionen. Bis dahin war es jedoch ein langer Weg, voller Grausamkeit und Brutalität. Besonders der heutige Stand der Emanzipation von Behinderten und psychisch Kranken wurde erst um und nach der Jahrtausendwende etabliert. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Doch der heutige Zustand ist vielmehr eine Ausnahme als eine Selbstverständlichkeit. Schon in der Antike waren Menschen mit Behinderungen auf die Fürsorge ihrer Familien angewiesen, mussten sonst betteln oder wurden gar getötet. Im Mittelalter sah man Behinderung als Strafe Gottes an und die Zurschaustellung von Behinderten auf Jahrmärkten war keine Seltenheit. Auch zu dieser Zeit wurden teilweise Menschen mit Behinderungen getötet, da man ihnen Teufelsbesessenheit unterstellte. Dennoch entstanden erste Einrichtungen zur Unterbringung von Invaliden. Diese erfuhren im 19. Jahrhundert einen Aufschwung. Durch die Entstehung der Psychiatrie als selbstständige Disziplin öffneten separate Irrenanstalten, denen die Bevölkerung jedoch zu Recht misstraute, da man eine willkürliche Einlieferung und unmenschliche Behandlung fürchtete. Die sogenannte Krüppelpädagogik am Anfang des 20. Jahrhunderts stellte dann eine historische Wende dar. Die Medizin und insbesondere auch die Psychiatrie begannen, sich ernsthaft für Behinderte zu interessieren, Krankheiten zu erforschen und erste, jedoch separierte Schulen für eingeschränkte Kinder wurden geschaffen. Erst an diesem Punkt der Geschichte begann man, geistig Behinderte und psychisch Kranke nicht nur wegzusperren und ruhig zu stellen, sondern auch tatsächliche Versuche der Behandlung zu unternehmen. Die Geschichte der Landesirrenanstalt der Mülch bei der Strelitz begann jedoch schon früher, genauer gesagt am Anfang des 19. Jahrhunderts. Zuvor wurde 1805 das Altstrelitzer Gefängnis auf dem Platz des abgebrannten Schlosses von Strelitz gebaut. In diesem sogenannten Landarbeits-, Zucht- und Irrenhaus wurden Verbrecher, Landstreicher, Trinker und Geisteskranke gleichermaßen unter schrecklichen Umständen verwahrt. Aufgrund der unmenschlichen Zustände im Zuchthaus wurden schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts vom Großherzog Friedrich Wilhelm Überlegungen angestellt, eine separate Psychiatrie zu errichten. 1896 wurde unter Zustimmung einer Kommission die Errichtung der Mecklenburg-Strelitzen Landesirrenanstalt bewilligt, wodurch 1902 schließlich 130 Patienten in die Einrichtung am Dömnüchsee einziehen konnten. Zu der von Dr. Serger geleiteten Einrichtung gehörten unter anderem ein Verwaltungsgebäude, 4 Krankenhäuser, ein Waschhaus, eine Küche sowie ein Landwirtschaftsgebäude, das auch zur Selbstversorgung diente. Obwohl im Ersten Weltkrieg auch nervenkranke Soldaten behandelt wurden, sank die Anzahl der Patienten. Mit der Ausrufung des Freistaats Mecklenburg 1919 wurde die Einrichtung nun Landes-, Heil- und Pflegeanstalt genannt. Viele der pflegenden Ärzte waren von der Beschäftigungstherapie überzeugt. Diese war für ihre Zeit sehr modern und wird heute noch in ähnlicher Form als Ergotherapie praktiziert. Dadurch hatten Patientinnen die Möglichkeit, sich im Haushalt oder beim Nähen einzubringen und Patienten konnten handwerklicher oder landwirtschaftlicher Arbeit nachgehen. Die Aufenthalts- und Schlafräume waren sehr geräumig gestaltet und es gab gesonderte Sterberäume, in denen Verwandte ungestört Abschied nehmen konnten. Mit der Zeit des Nationalsozialismus folgte eine sehr dunkle Phase der Heilanstalt und ein Leitungswechsel. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden weitere 100 Patienten nach Dömnüch verlegt, um in anderen Einrichtungen Kapazitäten für die Wehrmacht zu schaffen. Ab dieser Zeit gab es eine Reihe an nicht dokumentierten Patiententransporten. Das Euthanasie-Programm, welches unter anderem von Hitlers Leibarzt Dr. Karl Brandt geleitet wurde, verstand sich als Mordaktion an Patienten mit Behinderung in Heil- und Pflegeanstalten. Das Vorgehen wurde mit dem vermeintlich ökonomischen Nutzen für die Bevölkerung gerechtfertigt. Das Ziel der NSDAP war es, durch Selektion der Schwachen eine starke Blutlinie der Deutschen beizubehalten. Umgesetzt wurde diese Idee durch die Aktion T4. Für Dömnüch speziell bedeutete das, dass die meisten Patienten anfangs nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses zwangssterilisiert wurden. Ab 1940 fungierte Dömnüch als eines von diversen Zwischenlagern für besagte Patienten, wobei diese nie lange an einem Ort verblieben, um die Rückverfolgung der einzelnen Insassen für die Angehörigen unmöglich zu machen. Letztendlich wurden die Patienten in grauen Bussen mit getönten Scheiben zur zuständigen NS-Tötungsanstalt Bernburg gebracht, wo sie in Gaskammern ermordet wurden.
1943 wurde das Gelände zu einer Tuberkulose-Heilstätte umgewandelt, weshalb die restlichen Kranken umstationiert wurden. Nach der grausamen Periode des Nationalsozialismus wurde die Landesirrenanstalt am Jüch bis 1993 zur Stationierung sowjetischer Truppen genutzt. Dazu hatte man 3 weitere Kasernengebäude gebaut, die man jedoch wieder abgerissen hat. Seit 2010 erfährt dieser Ort eine Renaissance. Also, der Verein wurde 2010 gegründet, das heißt, wir haben nächstes Jahr 10-jähriges Jubiläum. Wie der Name schon sagt, der Verein zum Erhalt der Domkirche. Wir setzen uns das Ziel, einmal diese Anstalt, diese alte Anstalt, also auch die Bauwerke, möglichst zu erhalten mit unseren bescheidenen Mitteln. Wir leben ja mehr oder weniger nur aus Spenden und aus kleinen Veranstaltungen. Aber wir wollen eben auch wieder Leben in die Domkirche bringen. Also es sind keine Ruinen, es sollen keine Ruinen sein. Wir arbeiten natürlich die Geschichte auf, wir haben Ausstellungen zur Geschichte, wir gedenken die Opfer der Euthanasie, aber wir haben natürlich auch Veranstaltungen wie beispielsweise Jugendrockt oder natürlich Irre oder in diesem Jahr Artbase, wo wir dann eben auch Veranstaltungen für Jugendliche, aber auch für andere machen, um einfach Leben reinzubringen. Also Anstalt, Irrenanstalt soll nicht immer nur, sag ich mal, die Vergangenheit belichten, sondern eben auch Leben in die Anstalt wieder bringen. Und das ist unsere Aufgabe und ja, das macht Spaß.